Das kann man alles so schön verkaufen. Ich meine, ich brauche die ja an sich nicht. Wofür? Die scheinen ja nichts zu bringen. Gut. Kümmern wir uns um die. Wir warten. Und jetzt. Verdammt. Gut. Gut. Funk. Sie muss jetzt eigentlich geheilt werden. Wie wäre es hier mit einmal himmlischer Rüstung? Schubsen die mich irgendwie zurück? Ich habe fast die Befürchtung. Wie ging das denn? Ich dachte, ich bin durch Schaden geschützt. Okay, wir schlagen uns eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich, oder? Dafür, dass ich ein absoluter Kacknoob bin, komme ich mit diesen Fischviechern auch noch klar. Und Mamushi werde ich auch die Scheiße aus der Muschi prügeln. Das ist ein Satz, den irgendwelche Ghetto-Gangsterinnen doch gut sagen könnten, oder? Mamushi. This is Mamushi. Hör auf, fucking abzuwehren. Yay. Ich glaube, mittlerweile habe ich genug davon gekillt. Gucken wir uns das mal an. Jo, die haben wir jetzt voll. Feuer minus 25 und Wasser haben sie gar nicht geschützt. Okay. Das hätte ich natürlich auch vorher wissen müssen. Dann wissen wir jetzt, dass wir sie auch mit dem Eisstrahl anständig angreifen können. Ich denke, ich komme trotzdem immer noch nicht in dieses Zimmer rein. Nein. Dann gehen wir halt hier hoch. Doch vorher werde ich Rusty Busty Stufe 2 betreten. Ich bin gespannt, wie viele Stufen dieser Leuchtturm hat. Und ich bin gespannt, ob wir es mit Mamushi aufnehmen können. Der ist bestimmt ziemlich stark. Something is coming your way. Be ready. Okay. Das sieht auch ziemlich cool aus. Wir sehen da unten die Tür aus der ersten Ebene. Er hat uns noch nicht zum Kampf gefordert. Leinenrobe, Silberring und Jagdbogen. Ein Jagdbogen, der noch stärker sein dürfte als der, den Noroel jetzt trägt. Ja, das ist er. Diese Leinenrobe würde ich ihr ans Herz legen. Und du kriegst jetzt diese. Das passt zwar irgendwie nicht. Könnt ihr euch den Ork in dieser Leinentracht vorstellen? There are enemies ahead. Oh oh. Feuer! Windstoß! Kann ich auch schießen? Ach, kann ich auch im Nahkampf, aber es macht wahrscheinlich weniger Schaden als sonst. Weg mit dem. Da macht wenigstens der keinen großartigen Nahkampfschaden, wenn wir ihn jetzt schon zerprügeln können. Können wir auch tatsächlich. Gut gelaufen. Die hat aber bestimmt Resistenzen gegen Wasser. Take cover! Ach du Scheiße.
Scheiße. Wie oft kannst du das machen? Yes, I am strong. Ouch. Ha. Okay, der Schutz ist weg. Jetzt müssen wir sie töten und wir schaffen es. Cool, wir können nach unten sehen. Das ist leider nur eine Kulisse, also die ist statisch. Egal, wohin wir uns bewegen hier oben. Aber egal, finde ich trotzdem ganz nett. Oh, wie wär's mit der Generation? Try it. Ich weiß gar nicht, warum der sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Was versucht er damit zu erreichen? Der Plumpsertrick geht herum und niemand dreht sich um. Wer sich umdreht oder lacht, dem wird die Mamushi abgemacht. Mit dem magischen Fuki gefinished. Nett. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen mir noch? Ein bisschen was. Okay, hier geht's also nicht weiter. Ist das jetzt ein Teleporter? Oder ist das so eine Art Schrein? Wie kann ich eigentlich schnell speichern? Schnell speichern ist F5. Es ist ein Teleporter. Das ist echt ein guter Trick mit diesem Windstoß, das gefällt mir. Da kann man den schon mal effektiv vorschwächen, bevor man ihm den Rest gibt. Falls man mal treffen würde. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Elite-Kenshi. Oh. Nun, das ändert die Sache doch schon. Hat er jetzt mehr Leben oder macht er mehr Schaden oder was ist da los? Ich stoße ihn einfach die ganze Zeit weg. Das scheint zu funktionieren. Witzige Erfahrung und wie das funktioniert hat. Na, der hat natürlich. Ja, der hat eine andere Rüstung an. Hey, die Elite-Kenshis tragen also grün statt blau. Und er hat 50 Leben mehr und macht auch mehr Schaden, aber er ist jetzt nicht übermächtig stark. Das ist für mich schon mal gut. Ich finde, du musst einen Trank nehmen. Da ist wieder ein Gegner in der Nähe. Da sind zwei Gegner in der Nähe. Die jetzt leider volle Kanne aufs Maul kriegen. Ich habe eher das Gefühl, ich kriege hier volle Kanne aufs Maul.
thank you for that. Oh Gott, das war verdammt knapp. Himmlische Rüstung. Danke. Das war die erste. Okay, die hat Wasserregeneration. Wir haben das gerade gesehen. Da macht der Strahl kaum merklichen Schaden. Der Eisstrahl. Heiltrank, danke. Hör auf, Tinara anzugreifen. Das hat sie nicht verdient. Mittlerer Lebenstrank. Hier geht's also auch nicht weiter. Okay. Ich gehe also davon aus, dass dieser Leuchtturm noch mindestens eine Ebene hat. Ja, die sehen wir sowieso da oben schon. Hä? Da wird mir auch einer angezeigt. Oh Gott. Kommt der jetzt etwa? Oh nein, das ist auch noch ein Elite-Vieh davon. Fetter Dislike. Ja, kommst du jetzt mal? Was ist denn das hier für eine Schlappschwanzbrigade? Take this. And this. And this. And fucking this. Zerprügelt ihn. Oh. Teilweise doch schon relativ schmerzhaft. Autsch. Fuck. Yay! Stufenaufstieg. Das werden wir jetzt noch machen und danach werde ich die Aufnahmesession beenden. Wir sind jetzt mittlerweile Level 4. Yay! Das gefällt mir doch sehr gut. Und hier werden wir jetzt etwas mehr auf Vitalität gehen. Da hat er nämlich ein bisschen wenig, finde ich. Und wie wäre es denn mit Wahrnehmung? Damit er ein bisschen öfter trifft. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? Also 70%. Das ist ganz in Ordnung. 37 bis 40 Schaden macht er. Das ist nicht schlecht. Bei ihm hier dasselbe. Vitalität und Macht. Und wie wäre es mit Wahrnehmung? Wie hoch ist er da jetzt? 57. 57 finde ich sehr wenig. Wahrnehmung gehen wir auf 21. Vitalität gehen wir auf 11. Die braucht auch etwas mehr Vitalität und etwas mehr Magie. Macht. ...24 bis 40 Schaden. Wir müssen eigentlich Noreel auch ein bisschen Magie skillen. Ja, müssten wir eigentlich. Machen wir auch noch. So, hier gehe ich auf Streitkolbenschaden. Jede Menge Streitkolbenschaden. Und wir erreichen den Expertenrangbonus. Und das bedeutet, dass wir jetzt einen Bonus kriegen. Eure kritische Trefferchance mit Streitkolben steigert sich um 5%. Das ist schon erheblich. Wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Hier gehe ich jetzt auf Ausdauer. Und auf Äxte. Hier gehe ich auf den Schaden mit Bogen und zwar erheblich. Und jetzt bekommen wir hier den Bonus, dass unsere Reichweite mit Bogen 6 Felder beträgt. Und das ist natürlich auch
Krass. Hier werden wir Mystik erhöhen. Und unser maximales Mana steigert sich um 5%. Wir haben da jetzt also insgesamt 117. Jeps. Sehr gut. Das sieht doch nach etwas aus, was mir gefallen könnte. Im nächsten Video versuchen wir uns dann zur dritten Ebene des Leuchtturms durchzuschlagen und Mamushi zu stellen. Und das ist dieses Vieh, was sich hier noch befindet. Komischerweise. Naja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Might and Magic 10 Legacy.